So, na, warte, haben wir... du. Du. Was ist denn da los? Wow. Ein Superschurke. Ich krieg dich noch. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, früher oder später bist du dran. Das war also der König der Liebe. Quasi nicht nur eine Ratte, sondern wirklich eine Ratte. Hallo, Herr Krämer. Ah, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich arbeite dran. Also schön. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Mhm. Ich bräuchte einen Zauberstab. Haben Sie welche vorrätig? Natürlich. Ich habe die größte Auswahl an Zauberstäben weit und breit. Hervorragend. Aber du weißt, Zauberstäbe müssen zum Zauberer passen. Er müsste also schon selbst vorbeikommen und die Stäbe ausprobieren. Ich bin der Zauberer. Bald. Du? Der war gut. Ich meine es ernst. Ja, ich habe keine Zeit für Kinderkram. Aber ich brauche einen Zauberstab, um in der Zaubererschule aufgenommen zu werden. Bitte, lassen Sie es mich probieren. Wenn's dann sein muss, komm her. Hier, wedel mal damit in der Luft herum. Nichts. Probier diesen. Besteht aus 5¼ Zoll Balsaholz mit dem Rückgrat eines Wattwurms. Harry Potter lässt grüßen. Oh, das kann jetzt lange dauern. Später. Ich hab genug. Mir reicht's. In dir steckt nicht ein Funken Magie und ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Aber das waren doch erst 4 Zauberstäbe. Ich habe trotzdem genug davon. Mehr habe ich auch nicht. Pech gehabt. Such dir woanders einen Stab. Danke für Ihre Hilfe. Es steckt in mir. Ich weiß es. Ich muss nur den richtigen Stab finden. Genau, das kriegen wir hin. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen mal raus vor die Stadttore. Warte mal. Keine Ahnung. Ach da. Stadt. Hier ist ein Schiffswrack. Im Sumpf vor allem. Wuppermann. Hallo, was haben wir denn hier Schönes? Auf dem Rad gibt es insgesamt 16 verschiedene Felder. 4 Farben und 4 Symbole in jeder möglichen Kombination. Jo. Schön. Gucken wir uns mal die Käfige an. Der Käfig ist mit Stroh ausgelegt. In ihm liegen einige Taubenfedern und jede Menge... Naja, was Tauben halt so hinterlassen. Die Reste. Einen Augenblick, bitte. So. Was war das? Ich habe das genau gesehen. Da. Ich kann da irgendwas nehmen. Ich nehme nur eine Feder. Eine große, unbeschmutzte. Vielleicht können wir damit irgendwas schreiben. Haariges... Ein Käfig mit Haaren? Hier ist ein kleines Schildchen. Bertram, der dickste Hamster der Welt. Ui. Oh, der arme Hamster. Oh, das kann er nicht machen. Und der atmet. Oh, oh. Das geht nicht. Ich weiß nicht, ob Bertram wirklich der dickste Hamster der Welt ist. Ich vermute aber, dass er auf jeden Fall vorne dabei ist. Davon kannst du ausgehen. Oh, das ist ja voll fies. Alter. Boah. Ui. Der Wagen ist wie ein Haus auf Rädern. Ist bestimmt nicht billig gewesen. Welches Pony auch immer diesen Wagen zieht, ich würde mich nicht auf eine Schlägerei mit ihm einlassen. Na gut, reden wir doch mal mit dem Schausteller. Mal gucken, was er so zu sagen hat. Hallo, entschuldigen Sie bitte.
Nanu, ein junger Gnom und auch noch mit hervorragenden Manieren. Was treibt dich denn hierher? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich komme aus dem Weißkammgebirge und muss den Erzmagier sprechen. Wohlan, junger Wilbur. Ich bin Francis der Erstaunliche. Was kann ich für dich tun? Schöner Beiname. So, Sie sind ein Schausteller. Sind Sie der Schausteller, von dem Meister Markus mir erzählt hat? Ich weiß nicht, von was für einem Schausteller dir dein Meister Markus erzählt hat. Aber ich bin auf jeden Fall einer. Francis Philipp Wuppermann, mein Name. Man nennt mich auch Francis den Erstaunlichen. Aber meine kleine Jahrmarkt hier betreibe ich nur noch nebenbei. Vor allem bin ich Wahrsager. Synchronsprecher sind aber auch echt super. Können Sie wirklich die Zukunft voraussagen? Natürlich. Leute aus dem ganzen Land fragen mich um Rat. Und ich gebe ihnen gute Tipps für gutes Gold. Und was wollen die Leute wissen? Sie wollen zum Beispiel wissen, ob der Preis für Brot steigen wird. Dann sage ich ihnen, ja, der Preis wird steigen. Dann kaufen sich alle Vorräte und der Preis steigt tatsächlich. Faszinierend. Oder die Frauen wollen wissen, welche Farbe die Farbe der nächsten Saison sein wird. Ich weiß es immer. Wenn Sie also sagen, im nächsten Jahr werden alle Frauen grüne Kleidung tragen. Dann tragen alle grüne Kleidung. Sie müssen ein sehr guter Wahrsager sein. Der Beste. Würde man mir sonst so viel Gold für meine Vorhersagen zahlen? Würden Sie mir vielleicht meine Zukunft vorhersagen? Ich würde mich sehr freuen. Ich sehe, dass ich es kann. Wow. Aber ich habe kein Gold. Kein Problem. Ich habe gesehen, dass das heute aufs Haus gehen wird. Hui, unheimlich. Also komm. Hokus pokus. Ich sehe die Zukunft. Was willst du wissen? Wird dieses Abenteuer ein gutes Ende für mich nehmen? Was wird heute noch alles geschehen? Welche Frage werde ich Ihnen als nächstes Wenn stellen? Wenn Sie in die Zukunft sehen können, dann sagen Sie mir bitte, welche Frage ich als nächstes stellen werde. Du, also... Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Tut mir leid. Oh. Deine Frage war vielleicht etwas zu speziell. Meine Gabe ist sehr schreckhaft. Trotzdem danke. Das war sehr interessant. So kann man das auch. Ich habe da so ein Gefühl, als würde hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen. Was? Wilbur, vertraust du dem etwa nicht? Ich kann die Kugel nicht einfach mitnehmen. Der Schausteller würde bemerken, dass sie nicht mehr an ihrem Platz steht. Vielleicht können wir sie mit unserer austauschen, aber dann würde ich gerne... Eine Fiole mit einem roten Trank. Ich habe keinen Schimmer, was er bewirkt. Ich soll einen Trank trinken, von dem ich nicht weiß, was er tut? Andererseits, was soll schon passieren? So war das nicht gedacht. Nichts. So war das nicht gedacht. Mist. Du es nicht. Ein blauer Trank? Vielleicht hat der zweite Trank irgendeine Wirkung. Ich mache einfach mal. Mal gucken, was passiert. Seltsam. Wieder nichts. Doch, Moment. Alles dreht sich leicht. Vielleicht war das Alkohol. Hoffentlich nicht. Ich darf noch kein Alkohol trinken. Geht wieder. Ein grüner also Trank. Das war Levitation. Ich habe keine Idee, was er bewirken könnte. Ich trinke aber nur einen winzigen Schluck, falls es wieder Alkohol ist. All die ersten beiden waren also fake. Hey, alles wird größer. Ich verstehe. Endlich mal ein sinnvoller Trank. Alles klar, ich habe eine Idee. Und zwar müssten wir, ob wir da reinkommen?
Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König... Aber ich bin viel zu groß, um durch... Eben. Also schön. Einmal den Trank. Und... Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation zu kommen. Aber eben noch nicht... Die Welt ist noch nicht groß genug. Also, noch ein, weiterer Schluck. Hauptsache, der Trank lässt nicht nach, währenddessen wir da zwischenstecken. Nichts. Dieser Trank scheint die Welt nur auf eine bestimmte Größe zu vergrößern und dann nicht weiter. Mist. Also müssen wir das Ganze kombinieren. Sup. Wie können wir den wohl verstärken? Also wir haben schon Nadel und Faden. Warte mal, ich wollte ihn noch fragen, ob er uns vielleicht den Stoff verkaufen kann. Hallo, Herr Krämer. Warum ist diese... Arbeite dran. Ja, was willst du? Ich möchte wissen... Ich habe versucht, in... Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Ich hätte da was für dich. Was? Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Am Arsch. Bezahlen? Ich werde nicht bezahlen. Guten Tag. Ach, wissen Sie, behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Also machen wir das Ganze in Kombination. Aber ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Stoffkauf fragen. Was denn? Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jupp, habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Was? Ein Schenkel? Wie viel ist das? Gut 2 Zwergenfuß oder 1,5 Taurenellen. 3/8 Gnomen, wenn du so willst. Aha. Und wie viel Schenkel sind auf dem Ballen? Etwa 1¼ Seefelsruten. Das sind etwa 2,5 Klafter, oder? Das würde reichen. Mir kommt das ganz schön teuer vor. Die Preise sind nun mal gestiegen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel magiegewirkter Stoff benötigt wird, um einen Krieg zu führen. War ein Bombengeschäft. Boah, der Sack, ey. Ich will doch nichts kaufen. Vielleicht später. Wie aus dem Krieg Geld macht, ne? Boah. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Ach, ich weiß, es tut mir so leid, dass ich im Hintergrund immer so lachen muss. Aber ey, das Spiel ist echt. Das ist der Ring des Händlers. Boah. Angeblich soll er seinen Träger schrumpfen lassen. Ja, der sieht mal ja sehen, auch, ob er funktioniert. Sehr. Das ist ja ekelerregend. Ja. Was denn? Also schön. Trink den Trank. Es muss wohl sein. Und jetzt den Ring. In der richtigen Reihenfolge anscheinend. Hinein. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Das also los. Hoffe ich auch, sonst bist du